Heute mal etwas komplett anderes, aber absolut wichtiges im Airsoft und gesamten Outdoor-Bereich. Ein großes Thema, wo ein Video definitiv nicht ausreichend ist, aber man muss ja den Anfang machen. Heute möchten wir euch Outdoor-Schuhe präsentieren, die ihr euch definitiv ansehen solltet, wenn ihr noch keine habt, neue braucht, beziehungsweise in den Outdoor-Airsoft-Bereich einsteigen möchtet. Vor allem für Anfänger ist dieses Video interessant, da für jeden Geldbeutel etwas dabei ist. Es gibt etliche Marken und wir möchten mal mit drei unterschiedlichen starten. Als günstigstes Modell haben wir die Squat Stiefel 5 Inch von Miltech. Preis für diese Schuhe beträgt 45 Euro. An zweiter Stelle gehen die Magnum Hightech Alto 2 mit einem Preis von 70 Euro ins Rennen. Zu guter Letzt haben wir noch die 5.11 Rangemaster, die für einen Preis von 160 Euro zu bekommen sind. Fangen doch mal mit dem günstigsten Modell an, die Miltech Schuhe. Diese besitze ich jetzt seit gut 18 Monaten, habe diese für Testzwecke fast täglich getragen und man sieht es den Schuhen auch an. Man darf aber nicht vergessen, diese Schuhe kosten auch nur 45 Euro. Wir haben einige Vergleiche zu unseren sonstigen Schuhen der Marke Lowa, Hikes und Hanwag gezogen, die doch im oberen Bereich der Preiskategorie liegen. Die Miltech Stiefel bieten genau das, was wichtig ist für den Anfang, einen Umknickschutz und einen Schuh mit Profil. Getragen wurden diese Schuhe vor allem im bewaldeten Gebiet, um zu testen, was sie abkönnen, und man knickt weder um, noch rutscht man ab. Klar hat jeder Schuh seine Grenzen und für eine Hochgebirgstour würden wir diese Schuhe auch nicht empfehlen. Es handelt sich ja auch um einen halbhohen Einsatzstiefel. Das Obermaterial besteht aus Wildleder und Polyester und man erkennt gut die doppelreihige Naht. Des Weiteren muss man sagen, dass der Schuh relativ wasserundurchlässig ist, aber fällt bei dieser Kategorie knapp auf Platz 3 im Vergleich zum Rest. Nach einigen Pfützen und sehr nassen Wiesen und Wäldern bemerkt man mit der Zeit einen Eindring von Feuchtigkeit. Nach 24 Stunden merkt man noch kein Drücken oder sogar Schmerzen durch den Schuh, aber wenn es dann länger wird, kann man feststellen, dass der Schuh an Bequemlichkeit verliert. Fahren wir mit dem Magnum Hightech Alto 2 fort. Auch hier haben wir einen halbhohen Outdoor-Stiefel mit einer angebenden Besonderheit einer eigens entwickelten Drytech-Technologie. Diese sorgt dafür, dass der Schuh wasserundurchlässig, aber gleichzeitig atmungsaktiv ist. Dies haben wir selbstverständlich für euch in einem Extrembeispiel getestet und einiges an Wasser auf den Schuh kommen lassen. Man erkennt lediglich Feuchtigkeitsstellen, die durch Schweiß entstanden sind. Der Schuh wurde hier ca. 3 Stunden getragen, bei leichter Wanderung im Wald und ca. 30 Grad Außentemperatur. Ebenfalls haben wir bei diesem Schuh genau das, was wir im Airsoft benötigen, einen Umknickschutz und Rutschfestigkeit. Wie beim Miltech Stiefel erkennen wir hier die doppelreihige Naht. Der alte Stiefel ist in Sachen Bequemlichkeit aber etwas über dem von Miltech. Die Größenangabe stimmt bei diesem Schuh exakt. Zu guter Letzt haben wir noch die Schuhe von 5.11. 5.11 ist bei Behörden wie Polizei und Co. sehr beliebt und bekannt. Bei den hier verwendeten Obermaterialien handelt es sich um Nylon Ripstop und Clarino Leder, welches den Schuh abrundet. Ebenfalls haben wir bei den 5.11 Rangemaster eine dreifache Naht. Die Schuhe bieten zwar einen Umknickschutz, sind aber eher für das urbane Gelände ausgelegt, eben ideal für Bedingungen von polizeilichen Einheiten. Das Gewebe sorgt für ein hohes Maß an Wasserundurchlässigkeit. Dies haben wir natürlich wieder in unserem Extrembeispiel getestet und es bestätigt unseren Praxistest mit den 5.11 Stiefeln einer hohen Wasserundurchlässigkeit. Zugleich hat dieser Schuh die beste Bequemlichkeit. Lediglich kann man bei diesem Schuh die verwendeten Farben erwähnen. Durch den Orangeanteil ist dieser Schuh etwas auffallend im Vergleich zu seinen anderen Kollegen. So ist er für den Alltag auch sehr gut zu tragen und wirkt nicht zu martialisch. Was kann man abschließend sagen? Jeder hat andere Füße, andere Ansprüche und ein anderes Empfinden. Bei einem Outdoor-Schuh ist es wichtig, dass die Sohle mit dem Rest des Schuhs überlappend verklebt bzw. verarbeitet wird. Dies ist bei allen drei Schuhen der Fall. Die Miltech-Stiefel sind perfekt für Neuansteiger, Anfänger und so weiter, denn der Preis von 45 Euro ist für einen Outdoor-Schuh sehr gering. Normalerweise sollte man bei Miltech sehr vorsichtig sein, doch diese Stiefel sind absolut in Ordnung. Wer etwas mehr Luft nach oben hat, sollte zu den Magnum Hightech greifen, da diese etwas wasserundurchlässiger und bequemer sind. Wer ein deutlich größeres Budget hat, der ist mit den 5.11 gut bedient. Der Preis für dieses Paar Stiefel ist definitiv gerechtfertigt. Im Airsoft gibt es nichts Wichtigeres als eine Schutzbrille, alles andere ist zweitrangig. Jedoch solltet ihr nicht vergessen, wo Airsoft gespielt bzw. betrieben wird und man sich schnell verletzen kann, wenn man kein passendes Schuhwerk besitzt. Nun seid ihr an der Reihe. Welche Schuhe benutzt ihr selbst? Was haltet ihr von solchen Schuhen bzw. Autotests und wollt ihr in Zukunft mehr davon sehen? Lasst es uns definitiv wissen. Ansonsten möchten wir euch fürs Zuschauen bedanken, solltet ihr Fragen zu den Produkten und so weiter haben, ab damit um die Kommentare und wir versuchen wie immer diese so schnell es geht zu beantworten. Über Feedback und ein Abonnement würden wir uns sehr freuen, so verpasst ihr kein weiteres Video. Ansonsten sehen wir uns dann bereits im nächsten Video wieder.